Hey YouTube, ich bin's auf dem Nadine. Herzlich willkommen zurück zum Brandovideo-Kanal zu einem brandneuen Video der Frankfurt-Karriere, die mittlerweile, glaube ich, sogar schon sechste Folge. Wir hängen ein bisschen hinterher. Ich glaube, nach fünf Folgen sind wir immer noch im August, im Juli meine ich. Also, wir lassen uns ein bisschen Zeit, ich sag's mal so. Also, unser Kader ist ja jetzt gerade perfekt so aufgestellt, so wie er ist. Und wir brauchen ja jetzt noch weiterhin einfach irgendwelche Spieler so. Da habt ihr natürlich schon einige Vorschläge gemacht. Aber so jemand wie Foden oder Davis zum Beispiel wollen die gar nicht erst verkaufen. Die müssen wir dann für 98 Millionen kaufen. Und ich glaube, das ist ein bisschen teuer. Und ansonsten halt auch müssen wir hier zum Beispiel Foden oder so. Ist ein kleines bisschen zu teuer. Früchtl geht leider nicht, da er ausgeliehen ist und so weiter. Ich nehme mal alle runter von der Liste, die jetzt gerade nicht gehen. Also Davis, Früchtl auch runter. Wackenmann würde gehen. Ambrosius würde auch gehen. Auch Cuisance würde gehen, Fein würde gehen, Mbi auch und Musiala auch. Mbi wollte ich ja noch kaufen, weil ich ja noch diesen einen Innenverteidiger-Ersatz wollte. Das ist schon mal nicht schlecht. Übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Heute sind wieder Mario Milo da. Moin. Gut, Milo hört nichts. Hast du vielleicht noch einen Transfervorschlag? Ist komplett egal. Ich kann gleich mal eben gucken. Moment. Perspektivspieler als Rolle passt schon mal sehr gut. 5 Jahre. Das sieht schon mal sehr gut aus. Keine Freigabesumme, das passt auch. Und Gehalt, das passt auch alles. Perfekt. Also, mein Kader besteht jetzt gerade, ist jetzt gerade so. Die schlechteste Position ist Jatta. Also mit dem Rechtsmittelfeld, obwohl weiß ich, ob man da wirklich was verändern muss. Aber ansonsten sind wir hier, Silva und Paciencia passt. Hier haben wir Barkok und Zuba, das passt auch. Rechts haben wir, warte, war der nicht? Ja, das war der, der ein bisschen älter war. Ja, eigentlich brauchen wir noch einen für rechts, wenn mir das gerade so auffällt. Das passt. Am besten einen Ersatz, der links und rechts spielen kann. Alan Das passt. Hrosek. Bitte was? Alan Hrosek. Aha. Guck ich gleich mal. Hast du den da auch oder wie? Nö. Aber der ist gut. Wie wird denn der geschrieben? H. L. Den hast du schon. Alan Hrosek. Nicht der. Das ist Hrosek und nicht Hrosek. Mann, das interessiert doch keinen. Der? Ach lol, den kenne ich sogar irgendwoher. Weiß ich. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ausdruck, Spirit to Glory. Oh ja, lol. Tja. Also, haben wir nochmal ein neues Jugend-Scouting-Bericht. Da sieht man schon mal einen auf jeden Fall sehr coolen. Langer, sieht schon mal nicht schlecht aus. Der ist absolut beschissen. Da sieht das Rating leider ein bisschen kacke aus. Da auch und das ist ein richtig guter. Und der ist auch noch sehr gut. Also nur bisher, so, das sah jetzt gerade echt nicht schlecht aus. So, Falete. Ist egal. Dann wollen wir jetzt noch, ja, denn diesen Hürzeg da. Weißt welches Rating der ungefähr am Anfang hat? Ich glaube so 76. Ja, also muss mal gucken. Ich glaube, jetzt haben wir auch mittlerweile jedes Training einmal gespielt. Das heißt, jetzt können wir das Training immer simulieren. Das ist auch echt schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Ich gucke natürlich jetzt erstmal immer ein bisschen nach. Isanka ist verkauft. Juhu. Oh. Der ist gut. Der ist gut. Den die mir als Tauschspieler anbieten wollen. Ja, der ist gut. Der hat gutes Potenzial. Und noch 27 Millionen obendrauf. Kolos, er kann auch links spielen. Bloß er kann auch links spielen, notfalls. Ja, aber dann habe ich ja keinen. Also, da brauche ich halt einen neuen für die Position. Kostic, ich weiß nicht. Aber Kann ich mir den Tauschspieler anzeigen lassen? der hat gutes Potenzial.
Jo, aufregender Mann für die Zukunft, der ist ja voll geil. Auf langer Hinsicht wird er wahrscheinlich besser sein als Kostic. Ich verhandle mal und versuche noch mal so die ein oder andere Million darüber zu oder drüber zu bekommen. Vielleicht gibt's da ja was. So irgendwie 30 Millionen. Ich weiß, es ist jetzt voll pingelig, dass ich dafür in die Verhandlungen reingehe. Aber egal, ja, komm, 28, das ist mir jetzt auch egal. Diese 2 Millionen sind jetzt auch nicht das große Ding. Denn werden wir wohl, wie wird da ausgesprochen? Caqueta oder so. Caqueta. Caqueta. Caqueta oder so. Ich spreche einfach Caqueta aus. Wenn ihr wisst, wie der ausgesprochen wird, dann schreibt es in die Kommentare. Dann schreibt so. Weil sich viele mal fragen, hey, wenn ihr wisst, wie er ausgesprochen wird, wie sollen wir das denn in den Kommentaren schreiben, wie er ausgesprochen wird? Einfach so buchstabieren, wie er halt ausgesprochen wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Denn keine Freigabesumme und sowas. Da müssen wir nur hoffen, dass die sich einig werden. Und dann brauchen wir wirklich einen richtigen Links-Rechts-Mittelfeld so. Dann brauchen wir da wirklich einen richtigen, wenn wir jetzt wirklich Philipp Kostic verkaufen sollten. Dann nehmen wir wahrscheinlich diesen Hörzeug da als erste Wahl. Ich habe ein Linksmittelfeld. Wen denn? Reyna. Reyna ist vielleicht ein bisschen schlecht so für den Anfang. 70er Rating. Also ich meine, ich hätte jetzt gesagt, das wäre eigentlich sehr gut. Ja, das können wir auch eigentlich annehmen. Ich hab gesagt, das wäre ja eigentlich sehr gut, wenn Kostic jetzt noch geblieben wäre. Ja. Da Kostic jetzt aber weggeht, ist das mit Reyna vielleicht doch nicht so. Jetzt gerade 15 Millionen, 16, aber mit dem Kostic verkauft dann um die 50. Wir überlegen noch mal ein bisschen. Ich spiele noch mal in diese Trainingseinheit und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. So, wir sind jetzt erstmal wieder da. Training lief ganz gut. B ist schon mal sehr gut eigentlich. Damit haben wir jetzt natürlich auch hier einiges wieder zu machen. Wir müssen natürlich erstmal warten, bis dieser Kostic-Deal wirklich zustande kommt. Und das ist er nämlich gerade. Wir haben jetzt einen sehr potenziellen Spieler in unserem Kader. Dafür ist Kostic jetzt natürlich weg. Wir kriegen aber noch 23 Millionen insgesamt obendrauf. Jetzt merkt man, dass wir auf jeden Fall Außenspieler brauchen. Das merkt man auf jeden Fall. Der Spieler, glaube ich, ist sehr talentiert. Das ist schon der zweite Spieler, den wir durch einen Tauschvertrag bekommen. Das ist natürlich extrem cool, dass die immer so eine coolen Spieler hier anbieten. Das heißt jetzt, dass wir immer noch Rechtsmittelfeld brauchen. Ich weiß nicht, ob ich das wohl doch lieber euch überlassen soll. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn du diesen Willems zum Linksmittelfeld machst und Ja. dann Rechtsmittelfeld holst, wie so auch Hrosek? Williams? Welchen? Willems. Williams? Den hier oder was? Ja. Ne, der soll ja als. Der ist ja als Flügelspieler hier eingeplant. Also, der ist ja als Verteidiger eingeplant. Als Verteidiger, warum machst du denn nicht zum Linksmittelfeld? Du hast ja noch so ein Lamptey und so ein Touré. Ja, eigentlich könnte man das machen. Eigentlich wäre das eine gute Idee. Ich hatte ja Lamptey und Touré, also eigentlich. Entwicklungsplan. Ja, machen wir Position auf 53 Wochen. Warum dauert das so lange? Das ist ja dumm. 53 Wochen, das ist halt ein komplettes Jahr. Ich mache es natürlich jetzt trotzdem, behalte ihn auch auf, also werde ihn auch auf der Position einsetzen. Solange er jetzt nicht irgendwie da rot ist oder so und dann, ja gut, nur minus 1, das ist okay. Und dann werde ich mit Touré da auf der Position planen und in der Reserve dann halt irgendwie Dingsens nehmen. Lamptey als Ersatz dafür nehmen. Also unser Kader ist perfekt breit aufgestellt eigentlich. Nur halt Außenspieler sind immer noch ein kleines Problem. Einen guten, da wir halt jetzt auch das Geld haben für irgendeinen Spieler, will ich mir da auf jeden Fall trotzdem noch leisten können. Denn wahrscheinlich eher für die Rechtsmittelfeldposition, also für die Position von Jatta.
Ich möchte natürlich auch ein bisschen vorankommen jetzt, deswegen überleg du dir noch mal ein bisschen was. Ich spiele so lange noch mal die Übungen hier, weil immer noch nicht alles gespielt ist, also bis gleich. Okay, Leute, das Training sah am Anfang ziemlich einfach aus, war es allerdings nicht. Einfach ein F da drin rausgekriegt, also wirklich. Das war jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Nur ein bisschen. Bisschen. Minimales bisschen. So, wir haben uns währenddessen auch schon ein bisschen Kopf gemacht. Ich packe nochmal so ein paar Spieler, die ich jetzt irgendwie für gut halten würde, auf die Liste. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die mal raufgepackt habe. Und dann kaufen wir halt einen von denen mal. So, wir haben jetzt hier einige Spieler auf der Liste gepackt. Und zwar insgesamt drei Spieler, die, glaube ich, so zumindest vom Wert her, vom Marktwert her, gut mithalten können. Dann haben wir einmal Bailey, einmal Diaby und einmal Greenwood. Greenwood kennen wir schon aus der Freiburg-Karriere, letztes FIFA. Der ist auf jeden Fall extrem cool, sehr gut zu spielen und wäre halt natürlich auch eine Lösung von den dreien. Diaby einfach verdammt geil zu spielen. Vom Spielerlebnis her und so, wie gut ich mit den Spielern spielen kann. Wahrscheinlich sogar der beste Spieler, mit dem ich überhaupt spielen kann. Und dann halt noch und dann halt noch Bailey, so als Spieler, die hat man noch nicht so oft gekauft, den kennt man noch nicht so sehr jetzt wie alle beiden die beiden anderen. Und da müsste man dann halt mal gucken. Die Freigabesumme für Touré wurde bezahlt. Da muss ich jetzt mal gucken. Touré. Freigabesumme von 10 Millionen, Wert von 6 Millionen. Eigentlich könnte man ihn verkaufen, weil ich meine, guck mal meine Innenverteidiger an. Ich habe Hinteregger, ich habe einen Dika. Das ist sowieso die erste Wahl. Valette dahinter und eigentlich Arembi. Die beiden will ich sowieso loswerden. Und Finn Otto ist einfach cool, weil er Finn heißt. Und dann haben wir sogar noch Van Drongelen. Also da kann Touré auf jeden Fall weg. Oh, Entschuldigung. Eigentlich hatte ich auch noch einen, den man sich eventuell kaufen könnte. Was jetzt aber nicht, doch nicht so das Allerbeste jetzt ist. Muss noch mal kurz was gucken. Und zwar hatte ich noch einen Spieler, der jetzt nicht für die Position jetzt zumindest ist, aber den kennt, glaube ich, jeder von euch. Jeder, der letztes FIFA bei mir geguckt hat. Ich glaube sogar, den habe ich sogar schon. Ah, nee. Ja, der letztes FIFA bei mir überhaupt irgendeine Karriere geguckt hat, kennt Dominik Szoboszlai natürlich. Er wäre halt natürlich ganz cool, vor allem halt auch, weil wir jetzt im Moment noch nicht so den richtigen ZOM haben. und er kennt alles. Ja, und er kann halt alles spielen. So, nochmal eine Übung, spiele ich auch nochmal eben schnell. Aber das habe ich auch schon mal gemacht. Das habe ich schon mal bei jedem Spieler gemacht, aber es ist halt recht anstrengend. Mache ich, glaube ich, auch mal irgendwann. Zumindest hier jetzt in der Karriere. In Leverkusen habe ich das sowieso schon gemacht. So, das Training ist jetzt gerade vorbei. Das war ein A, was ich da direkt reingekriegt habe. Also lief das sehr gut. Dann haben wir jetzt natürlich auch noch die weiteren Scouting-Berichte. Ob da nun irgendwas bei ist, weiß ich nicht. Aber da gucken wir einfach mal danach. Jo. Die Leihe kann man auch direkt annehmen. Freigabesumme für Touré, das ist eigentlich egal. Alter, warum ist denn bei jedem Training immer noch nicht alles fertig? Och Mann, ey. Nächstes Training, wir sehen uns gleich schon wieder. So, beim ersten Training habe ich sogar ein A rausgekriegt, beim zweiten leider nur ein D. Also das war jetzt nicht so heftig, aber ansonsten war es auch nicht schlecht. Wir warten weiterhin erstmal auf die Scouting-Abschlussberichte. Wenn jetzt aber erstmal nichts reinkommen sollte, dann sehen wir gerade, dass Touré verkauft ist. Ne? Kommt doch hin, so beides. So, ich denke drüber nach, das Show spielt. Müssen wir mal gucken. Touré verkauft. Lotzek ist jetzt auch zu Ende gescoutet. Dafür fehlt jetzt natürlich noch Bailey und Greenwood. Wir sehen aber, dass Greenwood so um die 24 Millionen wert ist. Diaby wäre so um die 52. Okay, Diaby ist zu teuer. Und Bailey 32. Ich glaube, wir nehmen 24. Ich glaube, wir nehmen einfach Greenwood. Greenwood kaufen wir, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Denn Lotzek noch als Ersatz. Und, ne, wobei. Nutze ich Jatta einfach als Ersatz. Ja, gut, okay, perfekt. Passt. Denn, wir bieten mal 30 Millionen. Mal sehen, was die dazu sagen.
Wollen nur noch die Weiterverkaufsgebühr drin haben, Alter. Entfernen doch einfach die Weiterverkaufsgebühr und fertig. Ja, perfekt. Dann nehmen die 30 Millionen noch einfach direkt an. Das ist perfekt. Dann gehen wir in die Verhandlungen mit Mason Greenwood und haben damit unseren besten Spieler verkauft und einen neuen besten Spieler gekauft, so quasi. Aber das ist dann ja schon echt ziemlich cool. Frage haben so Wörtübergang und das Gehalt. Ich weiß nicht, wie viel er verdient. Ich muss schnell auf so FIFA gucken, wie viel der verdient. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das weiß. Suchen. Wie Mason Greenwood. Lohn 33.000 kriegt er also. Da bieten wir ihn hier einfach mal 40.000 an. Und das ist ein faires Angebot. Das ist perfekt. Damit haben wir jetzt Mason Greenwood gekauft. Der hat eine 77er Gesamtstärke. Und jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich noch mal. Scheiß drauf, ich krieg den auch so schon gekauft, Sauberslei. Also Sauberslei wäre halt einfach extrem cool, so, weil. Ist halt einfach extrem geil. Man merkt, glaube ich, gar nicht, dass ich ihn mag. Ich krieg mal 20 Millionen, ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Wir nehmen das auf jeden Fall an. Ich hoffe, dass das jetzt nicht. Wieso was? Wert von 9 oder 13 Millionen. Okay, das war vielleicht viel zu viel. Ja. Egal. Du hättest am Anfang der Karriere eine Finanzprüfung von 500 Millionen machen müssen. Nö, das wäre ja kacke. Rolle im Kader. Ich guck mal, was er so haben will. Und davon mache ich das, glaube ich, auch abhängig, wie viel Geld er verdient. Ich glaube, der hat schon einen Plus gekriegt. Weil er sonst nicht wichtig akzeptieren würde bei uns. Ich glaube, das war gar nicht mal so ein schlechter Deal, den Geld. Ja, ich weiß nicht, wie viel er verdient. Ich gebe einfach mal 20.000 und in der Hoffnung, dass es klappt. Das ist ein faires Angebot, das passt also. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass das viel zu viel Geld war. Alter, hat er sich verändert. Na gut, jetzt sieht er aber auch genauso aus wie in echt. 20 Millionen, 12 Millionen Euro mehr wert. Ja gut, okay, ein Ja, ich bisschen habe viel haben wir gesagt, dafür so schon um bezahlt. 13 Millionen habe ich schon gesagt. Ja. Ja, das heißt, in der nächsten Folge geht es ans erste Bundesligaspiel. Wir haben jetzt unseren Kader doch schon einiges an einigen Positionen extrem geändert, was ziemlich cool ist. Ich glaube, ich habe gerade den eigentlichen Linksverteidiger, den wir da mal hatten, verkauft. Den wir jetzt eigentlich als Linksverteidiger einplanen wollten. Ich glaube, den habe ich jetzt gerade verkauft. Ich habe darauf gar nicht geachtet. Warst du denn noch? Oh Mann, ey. Was kannst du eigentlich? Zu nur einfach Jatta zum Linksverteidiger machen, fertig. Jo. Mach mal Ronoff zum Linksverteidiger rein. Da habe ich auch gar keinen Innenverteidiger mehr. Was ist denn das jetzt hier? Meile klaut Innenverteidiger. Ach nee, weil Ndicka jetzt links spielen muss. Ja gut, okay. Was denn, wenn ich Arey? Ich könnte halt auch einfach Lamptey da spielen lassen, ne? Weil theoretisch gesehen, er ist jung, er ist talentiert, so verbessert er sich halt nur noch mehr. Ich lasse da erstmal Lamptey spielen und das könnt ihr dann in den Kommentaren schreiben. Entweder Ndicka, Hinteregger oder Van Drongelen mache ich dann zum Linksverteidiger und lasse ihn da spielen. Oder natürlich, ich pack Williams wieder zurück zu seiner ursprünglichen Position. Pack denn da Szoboszlai hin und in die Zentrale wieder Zuba. So werde ich das, glaube ich, machen. Ja, so mache ich das. Das heißt, ich werde jetzt noch mal einmal den Plan von Williams wieder umändern, dass er wieder Linksverteidiger lernt. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Ich bin links Mittelfeld, du lernst jetzt wieder links Verteidiger. Endet in 143 Wochen. Alles klar.
des Linksaußenverteidiger, damit der Linksverteidiger lernt, endet das Tra oder endet das Ganze einfach mal in 143 Wochen. Alter, der kann ja gar nichts. Ich kann ihn zu gar nichts machen. Das ist ja komplett egal. Gut, 64 Wochen ist hier noch irgendwo für Rechtsmittelfeld. Das ist das Komischerweise geht Niedrigste. Rechtsmittelfeld auch schneller als irgendwie Linksverteidiger oder Linksmittelfeld. Ja, warte mal. Was ist denn, wenn ich einfach. Ich bin ja ein bisschen schlau so, ne? Bissel kann ich ja doch deswegen doch noch. LAV, er ist fertig. Perfekt, alles ist perfekt. Kein Ausrufezeichen mehr da, also alles gut. Dann nochmal mal nach Dings gucken. Ich weiß gar nicht, habe ich da schon den Entwicklungsplan angepasst von Tolisso? Das kann lange dauern, den zum Innenverteidiger zu machen, oder? Joa. 720 Wochen ist doch. Das sind 14 Jahre. Doch, das geht doch. Also ich sehe da kein Alter, Problem. um Tolisso zum Mittelstürmer zu machen, braucht es nur 32 Wochen. Alles klar, um ihn zum Mittelstürmer zu machen, braucht weniger Zeit als zum zentral-defensiven Mittelfeldspieler. Alles klar, also dieses Positionstraining, das kann man noch anpassen. Naja, auch in dieser Folge haben wir wieder sehr viel hingekriegt. Im Allgemeinen, wir haben unser Kader wieder viel potenzieller gemacht, haben sehr viele neue Spieler gekauft. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Gegen wen soll ich selber spielen, da ich natürlich auch in der nächsten Folge, denke ich mal, ein Spiel selber spielen soll, werde. Wolfsburg, Freiburg oder Dortmund. Ich denke mal eher, dass es auf Dortmund hinauslaufen wird. Aber das gucken wir dann mal. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.